Am 4. Dezember 2020 wurde in Berlin die neue U-Bahn-Strecke der Linie U5 zwischen Alexanderplatz und Hauptbahnhof eröffnet. Einen kurzen Überblick zu den neuen Stationen Rotes Rathaus und Unter den Linden bekommt ihr in diesem Video. Wir wünschen viel Spaß! Der Baubeginn der westlichen U5-Verlängerung war im Jahr 1995. Inzwischen der Abschnitt Hauptbahnhof Brandenburger Tor bereits am 8. August 2009 in Betrieb gegangen ist als Linie U55, begannen im selben Jahr die Bauarbeiten zum Bau des Abschnittes Brandenburger Tor Alexanderplatz, welcher dann wiederum am 4. Dezember 2020 eröffnet wurde. Seit diesem Datum fahren auch alle U5-Kurse, welche am Alexanderplatz geendet haben, im Tagverkehr in der Regel weiter zum Hauptbahnhof. Seitdem die U5 außerdem zum Hauptbahnhof fährt, werden zwischen dem Brandenburger Tor und dem Hauptbahnhof auch beide Gleise benutzt. Dies war auf der U55 nicht notwendig, da diese nur mit einem Umlauf verkehrte. Beginnen wir am Alexanderplatz. Dieser ehemalige Endpunkt der U5 bietet Umsteigemöglichkeit zu den S-Bahn-Linien der Stadtbahn, zu den U-Bahn-Linien 2 und 8 sowie zu Straßenbahn- und Buslinien. Auch halten hier die Regionalzüge der Stadtbahn. Widmen wir uns nun der neuen Station Rotes Rathaus. Bei dieser stechen die 7x9 Meter hohen Pilzkopfstützen wohl als erstes ins Auge. Die Form dieser soll an das mittelalterliche Berliner Rathaus erinnern, welcher ab dem Jahr 1270 errichtet wurde und ab 1860 durch das damals neue Rote Rathaus ersetzt wurde. Dies befindet sich unmittelbar neben der Station und beinhaltet heute den Sitz des Oberbürgermeisters, des Stadtrates und des Magistrats von Berlin. Weiterhin auffällig an dieser Station sind die schwarzen Terrazzo, Wände sowie der verglaste Bahnsteigsübergang an den jeweiligen Enden der Station. Auch befindet sich hier eine Abstellanlage, welche vom Alexanderplatz aus befahren werden kann und ursprünglich eine Bauvorleistung für die mittlerweile nicht mehr verfolgten U-Bahn-Linien 3 bzw. 10. Wie ihr auf der Karte sicherlich festgestellt habt, wird der U-Bahnhof Museumsinsel zurzeit noch durchfahren. Grund dafür ist, dass sich dieser quasi direkt an der Spree befindet und es bei der Vereisung des Bodens unter dem Spreekanal zu Verzögerungen kam, weshalb der U-Bahnhof bis Mitte 2021 voraussichtlich durchfahren wird. Die gestalterische Besonderheit an diesem U-Bahnhof wird der Sternenhimmel mit 6662 Lichtpunkten sein. Ist inspiriert vom Schinkelschen Bühnenbild der Oper Die Zauberflöte aus dem Jahr 1816. Widmen wir uns nun noch den letzten neuen U-Bahnhof, welcher allerdings nicht nur für die U5 einen neuen Halt darstellt, sondern auch für die U-Bahn-Linie U6. Dieser nennt sich Unter den Linden und befindet sich in Höhe der Kreuzung der gleichnamigen Straße mit der Friedrichstraße. Er besteht aus zwei Ebenen, wobei auf der oberen Ebene die U6 Alt-Tegel-Alt-Mariendorf in Nord-Süd-Richtung verkehrt, sowie auf der unteren Ebene die U5 in Ost-West-Richtung. Am südlichen Stationsende der Ebene der U6 erkennt man außerdem den ehemaligen U-Bahnhof Französische Straße, welcher bis zur Inbetriebnahme des U-Bahnhofs Unter den Linden betrieben wurde und nun als Geisterbahnhof fungiert.
In Laufweite befindet sich außerdem das Brandenburger Tor, welches ebenfalls seinen eigenen U- und S-Bahnhof besitzt, wobei der U-Bahnhof, wie bereits erwähnt, schon 2009 eröffnet wurde und zwischen diesem und dem Hauptbahnhof bis 2020 die U-Bahn-Linie 55 verkehrte und damit keine komplett neue Station darstellt. Damit wären wir mit dieser Kurzdokumentation am Ende. Wir hoffen, dass es euch natürlich gefallen hat, würden uns über ein Like und oder einen Kommentar freuen und hoffen, dass ihr auch in 2 Wochen wieder einschaltet. Bis dahin, euer Team Regionalzugverband.